Wir haben von Doggy Action Auspackpakete, Hundeleckerlis, raffiniert verpackt, eine Probierbox bekommen, die wir euch gerne mal vorstellen möchten. Zuerst einmal packen wir das Ganze aus, stellen das vor und im zweiten Teil des Videos wird dann unsere Hündin Luna alles mal auspacken. Wir schauen mal, wie das für unsere Hündin ist, aber nun erst einmal zum Paket. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Da kommt schon was entgegen, nämlich ein Beipackzettel. Hier steht, das ist eine Pressemitteilung, Auspackpakete für Hunde gegen Langeweile und Depression. Hundeleckerlis sind in vielen Lagen Papier verpackt und der Hund kann kleine und große Pakete zerreißen, um an das leckere Fressi zu kommen. Zerreiß es, zerbeiß es, schleck's auf. Die Idee basiert auf einer Idee für seine amerikanische Cocker Spaniel Hündin Vicky, Hundeleckerlis aufwendig in viele Lagen Papier einzupacken, die der Hund suchen muss, sind die Auspackpakete für Hunde entstanden. Der Hund war begeistert, eine Aufgabe zu haben, indem er immer wieder versuchte, auch die schwierigsten Auspackpakete zu bewältigen. Da es nicht nur für den Hund ein Riesenspaß war, sondern auch alle Zuschauenden verblüfft waren, was der Hund kann, will Doggy Action auch anderen den Spaß gönnen und bietet professionell verpackte Auspackpakete für Hunde. Da gibt es also Produkte, die für Einsteiger und kleine Hunde gibt, die heißen Bones. Für Fortgeschrittene und Spezialisten gibt es die Dogprox. Dann gibt es noch weitere Varianten mit wohlklingenden Namen wie der Brief, die Karte, K.O.K., Vogeli, Dogprox, Gold, Dotto und Clooney. Die Verpackung der Auspackpakete für Hunde besteht aus 100% ungebleichtem Papier und wird mit einer speziellen Papierbindung versehen. Nachschauen könnt ihr das Ganze, das blenden wir gleich auch mal ein, unter www.doggyaction.shop. So, hier gibt es noch einen Kontakt per WhatsApp und ja, wir schauen jetzt mal, was hier dabei ist. Ich fange mal mit den kleinen Sachen an. Das sind hier Doggy Action Auspackpakete. Hier steht jetzt auch nochmal zerreiß es, zerbeiß es, schleck's auf. So sieht das Ganze aus. Das ist so eine Art Geschenkpapier. Und hier steht hinten drauf, nichts ist schlimmer für Ihren Hund als Langeweile. Dann kann er auf dumme Gedanken kommen und sich mit Dingen beschäftigen, die gar nicht so gut sind, wie zum Beispiel Autoschlüssel, Hauspantoffeln oder gar herumliegende Stromkabel. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie der Hund so drauf ist, rassenabhängig, Erziehung und. Aber um solche Situationen vorzubeugen, ist es mehr als sinnvoll, für anderweitige Beschäftigung zu sorgen. Jetzt mit Auspackpaketen von Doggy Action, da bekommt der Hund eine spannende Aufgabe, muss seinen Griff anstrengen, um an die raffiniert verpackten Leckerchen heranzukommen und sie werden ihren Spaß haben, ihren Liebling dabei zuzusehen. Probieren Sie es aus, Geschenkpapier vor den Augen sorgfältig lösen, ihm das Paket geben und den Hund auspacken lassen. So, das ist das eine. Davon haben wir, die sehen zumindest optisch gleich aus, mehrere bekommen. Hier ist noch das dritte und das ist etwas anders. Da steht das gleiche drauf. Auch hinten ist aber vermutlich auch etwas anderes jeweils drin. Ich denke, unsere Hündin wird es riechen. Mit dabei ist auch ein Stift mit der Webadresse doggyaction.shop. Ich zeige das nochmal hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So. Ja, dann haben wir hier ein größeres Paket, besteht aus 6 Päckchen drin. Dotto, Hundedenkspiel. Ich packe das mal aus, um vorzulesen, was da drin steht. Wie gesagt, wir werden das hinterher alles mit unserer Hündin durchspielen. Und wir werden im Video Kapitel hinterlegen. Die seht ihr jetzt hier vermutlich schon, wenn ihr das guckt. Und da könnt ihr sowohl aus der Beschreibung heraus, wie auch unterhalb des Videos direkt auf die nächsten Kapitel springen, wenn euch was jetzt speziell interessiert. Ansonsten geht es hier erstmal weiter. Hier steht jetzt zu diesem Hundedenkspiel, das ist das mit den 6 Päckchen hier. Auspackpakete für Hunde machen Hunde glücklich. Definitiv. Geben Sie Ihrem Liebling Beschäftigung genau dann, wenn Sie sich nicht um ihn kümmern
können. Hundehalter kennen das Problem, wenn der Hund unleidlich ist und mit sich selbst nicht anzufangen weiß, begeistern sie ihren Hund mit den Auspackpaketen für Hunde. Das klappt immer. Der Hund weiß, dass er seinen Spaß hat und wird sie lieben. Das beste Spielzeug für den Hund hier nun in der Variante Dotto. Und jetzt kommt's. Ist weiterhin verfügbar. Boom, Kau, K. Das große Brief, Doc Rock Gold und Vogeli. Wichtiger Hinweis, die Weitergabe der Auspackpakete an Hunde erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte beaufsichtigt werden. Das macht auch den Spaß zwischen dem Hund und Ihnen aus. Wir schließen jegliche Haftungsansprüche aus, die sich aus der Verletzung unserer Produkte ergeben. Aus tierärztlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Tierärzte empfehlen und kaufen selbst diese Artikel der interaktiven Beschäftigung. Das Ganze wird übrigens hergestellt und auch vertrieben in Deutschland, und zwar aus Frankfurt. Also es ist jetzt nicht importiert. Hier steht noch drauf, fressbarer Inhalt, Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Hundesnacks, wir verpacken wechselnd Hundesnacks auf der Innenseite im Webshop und so. Also doggyaction.shop sehen Sie unter Futterscans der Verkaufspackungen und die Angaben der Inhaltsstoffe. Wenn Ihr Hund die verpackten Hundesnacks besonders lecker findet, so knipsen Sie ein Bild und senden uns dies zu. Wir geben Ihnen dann an, um welches Futter es sich handelt. Nettoeinwaage 180 Gramm, Mindesthaltbar nach Kauf 6 Monate. Aktuell haben wir keine Lagerware, sodass sich die 6 Monate auf die Zeit des Kaufs beziehen. Okay. Ja, da kann man also dann, wenn es dem Hund besonders schmeckt, sich melden, alles hinschicken und dann ja, bekommt man das entsprechende Leckerli bzw. Trockenfutter zugeschickt. Gut, das war dieses Sechserpack. Ich lege das mal hier rein, damit das auch dabei bleibt. Dann haben wir noch ein Pack, das ist ein bisschen größer. Das sind 8 Stück. Ich zeige es mal hier. Auspackpakete für Hunde, das steht wieder das gleiche. Das Abenteuer für den Hund jetzt auch zu Hause etwas Großartiges erleben. Auch wieder ein Hundedenkspiel. Endlich das Erlebnis für alle Hunde, endlich etwas auspacken können, ohne dass es verboten oder schädlich ist. Und Frauchen und Herrchen sind begeistert, wie klug ihr Liebling ist. Sie haben es ja immer vermutet, jetzt zeigt ihnen ihr Hund, was er kann. Und da ist nochmal die Werbung für die anderen Varianten. Auch das hier packe ich mal aus, beziehungsweise ich brauche es gar nicht auspacken, ich kann es hier lesen. Also wie gesagt, es sind hier 8 Pakete, ein bisschen größer. Endlich, das hatten wir schon. Also hier sind Überraschungen drin. Und dann nochmal die gleichen Warnhinweise oder Hinweise hergestellt wieder und vertrieben aus Frankfurt, aus Deutschland. Dann hier auch der gleiche, Entschuldigung, der gleiche Hinweis. Und auch das werden wir mit Luna zusammen einmal dann auspacken. Oder Luna packt es aus und wir werden das Ganze filmen. Wir schauen mal, wie das Ganze wird. Und wie gesagt, ihr könnt zu jedem dieser Artikel, also wir haben jetzt hier quasi die beiden großen, 8 und 6 Packungen und dann diese 4 kleinen, die vermutlich unterschiedlich sind. Die beiden sind zumindest unterschiedlich hier von der Verpackungsfarbe. Und da machen wir einzelne Kapitel für dieses Video draus. Ihr könnt hinspringen. Und deswegen ist das Video an sich ein bisschen länger, weil wir von vorn bis hinten es einfach erklären. Das war dabei. Und ja, springen wir mal jetzt zum ersten Auspacken. Viel Spaß dabei. So Luna, guck mal hier. Ein Auspackpaket für dich. Ja, von Doggy Action. Wir gucken mal rein. Oh. Neugierig. So, das soll ich hier. Packen Sie nun das Geschenkpapier vor den Augen Ihres Hundes aus. Das machen wir jetzt. Und du das weiter gucken. Na, pack mal aus. Was ist da drin? Hier. Guck mal rein. Helft dir mal ein bisschen. Voilà. Jetzt guck mal. Na? Brauchst du Hilfe? Jetzt guck
mal weiter. Jetzt wird es spannend, ne? Noch nicht. Guck mal, jetzt machen wir ein bisschen weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Na? Was gefunden. Vielleicht brauchte sie beim ersten ein bisschen Anlernzeit. Leer. Ah, alles leer. Wollen wir noch eins machen? Ja, ne? Naja. Weg, wir haben doch noch eins. Das hat die andere Farbe der Verpackung. Wollen wir mal gucken? Ich mache wieder auf. Mache hier nur das Geschenkpapier ab. Warte. Luna, guck mal. Geschenkpapier ist ab. Und jetzt bist du dran. Nee, hier. Ja, das muss man erstmal auspacken. Ja, nicht mich. Hier. Idee. Das dauert seine Zeit. Jetzt haben wir nicht nachgeholfen. Und da, das stelle ich mal weg. Ja, das irritiert dich jetzt nur. Das kommt erstmal weg. So. Jetzt geht's ins Körbchen. Das dauert.
super Idee für einen Zeitvertreib für den Hund. Jetzt scheint aber alles gefunden zu sein. Luna, war gut? Luna. Ist gut? Ist lecker. Ja? So, heute haben wir wieder was zum Auspacken für dich, Luna. Und zwar von Doggy Action Dotto. Ein Hundedenkspiel. Ja, geschrieben hatten wir das ja schon. Und jetzt gucken wir mal, was du damit machst. Kennst du das noch? Ja, schau mal nach. Geh den Rest erstmal zur Seite. Und schauen wir mal, ob du das Ganze auspackst. Ja. Hm? Soll ich anfangen? So, ich fange an und du machst weiter. Jetzt machst du weiter. Soll ich noch ein bisschen? Ja, jetzt aber. Aha, da hast du schon was gefunden. Dotto beinhaltet 6 von diesen Paketen. Wir zeigen jetzt hier mal 1. Da muss sich Luna schon ihre Leckerlis draus suchen. Was hat schon? Nee. Weiter geht's im Körbchen. Man sieht schon, Luna ist da schon einige Minuten mit beschäftigt. Und so ist das auf jeden Fall ein tolles Denkspiel, ein Zeitvertreib.
solange die Nase sagt, da ist noch was, wird weiter zerrissen. So Lola, hier haben wir das nächste Hundedenkspiel und zwar heißt das hier Boom. Na, erklärt hatten wir das auch schon. Und jetzt holen wir mal eins raus. Ja? Das ist schon gebrochen. Und bitteschön. Und jetzt haben wir ja ein bisschen Übung. Dann wird das direkt mitgenommen und jetzt geht es los. Ran ans Auspacken. Luna weiß mittlerweile, dass sich da drin was versteckt. Wir müssen nur noch gucken, wie es aufbekommt. Fündig geworden. Also sie isst auch nicht das Papier auf, das wird nur zerrissen. Aber die Leckerlis, die sich drin befinden, die werden natürlich gegessen. Thank you.
ist ja nichts mehr. Ich sehe noch eins hier auf dem Boden des Körbchens. Das war's. War's gut? Lecker. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.